HR4, die Hessenschau für Nord- und Osthessen. Hier ist das Studio Fulda. Hallo, mein Name ist Alina Schaller. Bei Kalbach-Heubach im Kreis Fulda stehen seit Jahren mitten in der Natur zwei knapp 100 Meter hohe Masttürme. Die sind schon von Weitem zu sehen und sorgen schon länger für Ärger, denn das sollten mal Windkraftanlagen werden und gegen die gab es immer wieder Proteste. Jetzt gibt es ein neues Kapitel in der Geschichte. HR4-Reporter Heiko Schneider, was ist denn jetzt passiert? Die beiden Türme müssen wieder abgebaut werden, denn es ist so, der Bau der Windkraftanlagen, der hat vor mittlerweile 3 Jahren begonnen und genau so lang hat das Regierungspräsidium Kassel dem Investor maximal Zeit gegeben für den Bau, aber da tut sich ja schon seit mehr als 2 Jahren nichts mehr. Jetzt hat der Investor also auch die letzte Frist verstreichen lassen. Das Regierungspräsidium sagt deshalb, die Dinger müssen auf eigene Kosten abgebaut werden, noch bevor die Anlagen jemals in Betrieb waren. Ja, und das kommt in der Region gar nicht gut an. Die Menschen sprechen von Umweltzerstörung und Behördenwahnsinn. Die Polizei meldet am Montag ein geklautes Auto in Romroth und sucht nach Zeugen. Was da aber außer der Polizei und dem Bestohlenen noch keiner weiß, das Auto gehört nicht irgendwem, sondern dem Vogelsberger Landrat Manfred Görig. Ziemlich ärgerlich. In der Nacht auf Montag ist der Audi Q5 auf seinem Privatgrundstück geklaut worden. Wer etwas bemerkt hat, die Polizei in Alsfeld bittet um Hinweise. Wenn Sie schon immer einmal bei einem ganz besonderen Musikprojekt als Statist mitarbeiten wollten, dann bietet sich jetzt in Kassel die Möglichkeit. HR4-Reporter Carsten Gulk, um was geht es denn genau und wann geht es los? Am kommenden Donnerstag um 19.30 Uhr. Für ein interaktives Orgelkonzert und den dazugehörigen Videodreh suchen die Kasseler Musiktage Menschen, die in der Martinskirche eine technische Weltneuheit miterleben wollen. Mittels mechanischer Aufsätze auf der Tastatur, der Orgel und dazugehöriger Sensorik kann die Bewegung von Menschen im Kirchensaal die Orgel spielen lassen. Das heißt, die Besucher beeinflussen direkt die Musik. Manifesto heißt das Stück und am Donnerstag ist der Probelauf für die Musiktage im November, für die alle am Test teilnehmenden Statisten eine Freikarte erhalten. Unser Wetter in Nord- und Osthessen. Heute bleibt es den ganzen Tag bedeckt in Nord- und Osthessen und es kann auch immer mal wieder regnen. Dazu haben wir in Hülsa 13 und in Bebra 12 Grad. Am Abend und in der Nacht sind nur ein paar Wolken unterwegs und morgen bleibt es bewölkt.